Weiter geht's, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja, rein in die Tür. Einen Moment, das gefällt mir nicht. Das will ich mir ansehen. Schaut ihr mich alle so an? Niemand da. Los jetzt. Wir sind schon fast bei den Abwasserkanälen. Spinnenweben. Hübsch, hübsch. Verdammt! Das Tor ist von der anderen Seite versperrt! Eine Falle! Was ist mit dem Seitengang dort hinten? Einen Versuch ist es wert. Auf geht's. Der Gang ist böse. Glaube ich. Das ist eine Sackgasse. Wie lauten eure Befehle, Herr? Sie sind hinter uns. Wartet hier, Herr. Ihr bleibt hier beim Kaiser. Schützt ihn mit eurem Leben. Für den Kaiser. Der Kaiser gehört mir. Das mache ich doch gern. Nimm dich in Taurus. Oh. Ich kann nicht weitersprechen. Ihr müsst dem Prinz der Zerstörung und seinen sterblichen Dienern allein entgegentreten. Das Amulett der Könige darf ihm nicht in die Hände fallen. Nehmt das Amulett, bringt es zu Joffrey. Er allein weiß, wo mein letzter Sohn zu finden ist. Findet ihn und schließt den Schlund Oblivions. Und jetzt wird er umgebracht. Ich konnte nichts machen. Da war so eine Sequenz, wo ich festgesetzt war, mich nicht bewegen konnte. So. Nur eben alles. Nein. Die erste Trauer ist immer die schlimmste. Wir haben versagt. Ich habe versagt. Die Klingen haben geschworen, den Kaiser zu schützen. Und jetzt sind er und all seine Erben tot. Das Amulett, wo ist das Amulett der Könige? Bei der Leiche des Kaisers war es nicht. Der Kaiser hat es mir gegeben. Merkwürdig, er hat etwas in euch gesehen, hat euch vertraut. Es heißt, es ist das Drachenblut, das in den Adern der Septime fließt. Sie sehen mehr als gewöhnliche Sterbliche. Das Amulett der Könige ist ein heiliges Zeichen des Kaiserreichs. Die meisten denken an die Krone des Roten Drachen, aber das ist nichts als Geschmeide. Das Amulett hat Macht. Es heißt, nur ein wahrer Thronerbe des reinen Bluts kann es tragen. Er muss es euch aus einem ganz bestimmten Grund gegeben haben. Sagte er warum? Ich muss es zu Joffrey bringen. Joffrey? Das hat er gesagt? Warum? Es gibt noch einen Thronerben. Nie gehört, aber Joffrey müsste das wissen. Er ist der Großmeister meines Ordens. Auch wenn ihr das nicht unbedingt denken würdet, wenn ihr ihn seht. Er lebt friedlich als Mönch in der Venon-Priorei, in der Nähe von Koroll. Wie komme ich dorthin? Fragezeichen. Als erstes müsst ihr hier herauskommen. Diese Tür muss zu den Abwasserkanälen führen, am versperrten Tor vorbei. Dort gehen wir hin. Das ist ein Geheimweg aus der Kaiserstadt heraus. Oder war zumindest einmal geheim. Hier, ihr braucht diesen Schlüssel für die letzte Tür zu den Abwasserkanälen. Die Abwasserkanäle? Fragezeichen. Dort gibt es Ratten und Goblins, aber nach dem zu urteilen, was ich von euch gesehen habe, seid ihr ein erfahrener Barde. Habe ich recht? Joa. Jetzt müsst ihr eure Klasse wählen. Die wichtigsten Fertigkeiten eurer Klasse haben höhere Anfangswerte als die eurer übrigen Fertigkeiten. Eure Stufe steigt, wenn ihr diese Hauptfertigkeit verbessert. Fortfahren. So, was wollen wir denn sein? Agent. Auf jeden Fall Hauptfertigkeit schwere Rüstung. Ich mag schwere Rüstung. Leichte Rüstung. Leichte. Der hier ist schon mal ein Favorit, aber auch wenn er keine schwere Rüstung hat.
Nein. Stumpfe Waffen, Schwertkampf. Der ist auch nicht schlecht für meine Bedürfnisse. Ja. Ritter. Schwere Rüstung. Schwertkampf, Blocken, stumpfe Waffen, Athletik, Waffenschmied. Der ist auch nicht schlecht. Und was hat der? Zerstörung. Blocken, Illusion. Ich entscheide mich jetzt zwischen Kreuzritter und Krieger. Und ja, ich glaube, ich nehme Kreuzritter. Ne, ich nehme Krieger. Okay. Oder selbst definieren. Das geht auch. Kampf. Okay. Stärke. Und Ausdauer. Dann sollen wir 7 Hauptfertigkeiten machen. Akrobatik. Auf jeden Fall. Schwere Rüstung, Schwertkampf. Schütze. Leichte Rüstung, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5. Blocken. 6. Und einer geht noch. Nein. Doch. Okay. Wie nennen wir sie? Krogian. Mist. Krog Jan Klar. Punkt. Klar steht für Klasse. Okay. Ja. Ist die jetzt hier drin? Ah. Gut. Wir wollen Krog Jan Klar nehmen. Wirklich? Das hätte ich nie erraten. Ich glaube trotzdem, dass ihr mit Ratten und Goblins leicht fertig werdet. Joa. Durch die Abwasserkanäle und dann? Ihr müsst Joffrey das Amulett überbringen. Macht euch sofort auf den Weg zur Vaynon-Priorei. Aber seid vorsichtig, alles klar? Natürlich. Gut, der Kaiser tat gut daran, euch zu vertrauen. Was ist mit euch? Was werdet ihr tun? Ich bleibe. So bewache ich den Kaiser und stelle sicher, dass euch niemand folgt. Macht euch lieber auf den Weg. Möge euch Talos leiten. Übrigens vielen Dank für die Bergung von Captain Renaults Schwert. Ich werde dafür sorgen, dass es einen Ehrenplatz in den Hallen der Klingen bekommt.